Wasserstoff verwandelt sich nach einer gewissen Zeit in Menschen. Edward Robert Harrison 1995. Für den größten Teil der Menschheitsgeschichte glaubten Naturforscher und Philosophen an die Existenz einer bestimmten Lebenskraft, die das Entstehen von Lebewesen ermöglichte. Wenn etwas Geheimnisvolles, das als Seele bezeichnet wurde, in einen Körper eindrang, belebte es sich plötzlich und verhielt sich wie ein Mensch. Viele glaubten an den sogenannten Dualismus, bei dem der materielle Körper mit einer immateriellen Seele koexistierte. Erwin Schrödinger, einer der Pioniere der Quantenphysik, zeigte auch ein tiefes Interesse am Rätsel des Ursprungs des Lebens. Er fragte sich, ob die Quantenmechanik helfen könnte, das Geheimnis des Lebens zu enthüllen, indem er annahm, dass die Quantenrevolution den Schlüssel zur Lösung dieses uralten Rätsels bieten könnte. Schrödinger vermutete, dass das Geheimnis des Lebens nicht in der Koexistenz einer übernatürlichen Lebenskraft liegt, sondern in einem speziellen Molekül, das den Gesetzen der Quantenmechanik unterliegt. Er strebte danach, den Begriff der Lebenskraft aus der Biologie zu entfernen, ähnlich wie Einstein den Äther aus der Physik verbannt hatte. 1944 schrieb Schrödinger das Buch Was ist das Leben?, in dem er vorschlug, die Quantenmechanik zur Beantwortung der Frage über den Ursprung alles Lebendigen zu verwenden. Er behauptete, dass der genetische Code von Generation zu Generation durch eine Reihe von Molekülen in den Zellen weitergegeben wird. Generell waren in den 1940er Jahren die Kenntnisse in der Molekularbiologie, gelinde gesagt, begrenzt. Aber Schrödingers Buch inspirierte die Wissenschaftler James Watson und Francis Crick, diese Schlüsselmoleküle zu suchen. Sie erkannten, dass es wegen der winzigen Größe der Moleküle unmöglich war, auch nur eines davon zu sehen. Die Wellenlänge des sichtbaren Lichts ist viel größer als die Größe eines Moleküls, aber sie hatten ein bahnbrechendes Quantenwerkzeug dieser Zeit die Röntgenkristallographie. Die Wellenlänge der Röntgenstrahlung ist vergleichbar mit der Größe der Moleküle, sodass, wenn Röntgenstrahlen auf einen Kristall organischer Substanz treffen, Sie gestreut werden und Informationen über die atomare Struktur des Kristalls liefern. Verschiedene Moleküle erzeugen unterschiedliche Röntgenmuster oder Röntgendiagramme. Ein qualifizierter Quantenphysiker kann durch Betrachtung eines Röntgendiagramms auf die Struktur des Moleküls schließen. So konnte man zwar das Molekül selbst nicht sehen, aber seine Struktur war für Wissenschaftler der Mitte des 20. Jahrhunderts durchaus entschlüsselbar. Die Quantenmechanik, der präziseste Bereich des menschlichen Wissens, war in der Lage zu bestimmen, unter welchem Winkel die Atome angeordnet sind, die Moleküle bilden. Dann, wie ein Kind, das mit Lego spielt, kann man Atom für Atom die richtigen Ketten zusammenbauen, sie richtig verbinden und die reale Struktur eines komplexen Moleküls reproduzieren. Watson und Craig erkannten, dass eines der Hauptkomponenten des Zellkerns die DNA-Moleküle sind, so dass diese Moleküle ihr Hauptziel wurden. Nach der Analyse von Röntgendiagrammen, die von Rosalind Franklin erstellt wurden, kamen sie zu dem Schluss, dass die Struktur der DNA-Moleküle eine Doppelhelix ist. In einer der wichtigsten wissenschaftlichen Arbeiten des 20. Jahrhunderts entschlüsselten Watson und Crick vollständig den Code des Lebens, die Struktur der DNA-Moleküle. Es war ein Meisterwerk. Sie demonstrierten überzeugend, dass der grundlegende Prozess, der allen Lebewesen eigen ist, die Fortpflanzung, auf molekularer Ebene reproduziert werden kann. Es stellte sich heraus, dass das Leben in den DNA-Strängen verschlüsselt ist, die in jeder Zelle gefunden werden können. Dieser Durchbruch gab den Wissenschaftlern die Chance, den lang gehegten Traum der Biologie zu verwirklichen, das Projekt Human Genome, dessen Ergebnis die Möglichkeit war, eine vollständige atomare Beschreibung der DNA eines jeden Menschen zu erhalten. Wie Charles Darwin im 19. Jahrhundert vorhersagte, haben Wissenschaftler nun die Möglichkeit, den Stammbaum des Lebens auf der Erde zu erstellen, wobei jedes lebende Wesen und jedes Fossil seinen Platz auf einem der Zweige einnehmen muss. Okay, vor mehr als 80 Jahren vermutete Schrödinger ein unglaublich einfallsreicher Wissenschaftler seiner Zeit, dass das Leben auf einem materiellen Träger basiert, einem Replikator-Molekül, das den Evolutionsprozess auslöst, beginnend bei primitiven Organismen wie dem Pantoffeltierchen bis hin zu fortgeschrittenen Primaten, die danach streben, den Mond und den Mars zu kolonisieren. Aber was, wenn man es tiefer betrachtet? Was ist die Essenz und der Sinn des Lebens? Sind Viren, Zellautomaten, künstliche Intelligenz sind das alles Leben? Lebensformen? Ich denke, wir alle stimmen zu, dass diese Frage, was ist das Leben, äußerst wichtig ist und eine tiefe Reflexion erfordert. Es würde uns allen nicht schaden zu verstehen, wo man in der Chemie überhaupt Evolution erkennen kann. Es gibt Atome, die sich zu Molekülen verbinden, zum Beispiel in Wasserstoff. Wie, oder noch interessanter, warum verwandelt sich Wasserstoff in Menschen? Schon seit der Antike bis ins 19. Jahrhundert war es eine allgemein akzeptierte Meinung, dass es zwei verschiedene Arten von Materie im Universum gibt, lebende und nicht lebende, mit grundlegend unterschiedlichen physikalischen Eigenschaften. Betrachten wir ein lebendes Wesen, zum Beispiel einen Vielfraß. Sein Foto ähnelt in gewisser Weise einem lebenden, echten Vielfraß. Genauso ähneln ihm einige nicht lebende Objekte wie etwa ein toter Vielfraß oder ein Stofftier. Aber nur lebende Materie kann sie im Wald jagen und egal wie sehr sie sich zwischen den Bäumen Winden, sich auf sie stürzen und versuchen, sie zum Mittagessen zu machen. Naja, wenn sie ein Hirsch sind. Nicht lebende Objekte tun nie etwas so zielgerichtetes. Zumindest dachten das die Menschen der Antike. Sie haben nie selbstlenkende Raketen gesehen. Erwin Schrödinger formuliert in seinem Buch Die Schlüsseleigenschaft des Lebens so: Gerade weil ein Organismus den schnellen Übergang in den inerten Zustand des Gleichgewichts vermeidet, erscheint er so rätselhaft. So rätselhaft, dass der menschliche Geist seit den ältesten Zeiten annahm, dass im Organismus eine spezielle, nicht physische, übernatürliche Kraft wirkt. Einige halten noch heute an dieser Meinung fest. Für Aristoteles und andere antike Philosophen war das Schlüsselmerkmal von lebender Materie ihre Fähigkeit, spontan Bewegung zu initiieren, während nicht lebende Materie wie ein Stein, ohne äußere Einwirkungen, unbeweglich bleibt. Wir Menschen des 21. Jahrhunderts verstehen, dass solche Vorstellungen falsch sind. Nehmen wir als Beispiel einen anderen Waldbewohner. Einen Bären, der für mehrere Wintermonate in den Winterschlaf fällt. Die Prozesse, die ihn aus dem Winterschlaf erwecken, werden durch elektrochemische Reaktionen ausgelöst, die sowohl durch externe Faktoren als auch durch interne biologische Uhren ausgelöst werden können. Daher sind lebende Wesen nie in völliger Ruhe, während nicht lebende Objekte wie Uranatome über Milliarden von Jahren unverändert bleiben können und dann ohne jegliche äußere Einwirkung plötzlich zerfallen. Dies zeigt, dass Aristoteles ursprüngliche Vorstellungen veraltet sind, aber er hat eine sehr wichtige Sache richtig erfasst. Indem er versuchte, Leben mit einem grundlegenden physikalischen Konzept zu verknüpfen, obwohl er sich irrtümlich für Bewegung entschied, Erkannte er, dass Leben ein fundamentales Phänomen der Natur ist. Aber was bedeutet grundlegend? Wenn alle Materie lebendig und nicht lebendig aus denselben Atomen besteht, was ist dann einzigartig am Phänomen, das wir Leben nennen? Stephen Hawking sagte beispielsweise in einem Interview, dass die menschliche Rasse nur chemischer Schmutz auf einem mittelgroßen Planeten ist, der um einen ganz gewöhnlichen Stern kreist am Rande einer von hunderten Milliarden Galaxien. Das ist übrigens ein Zitat. David Deutsch definiert in seinem Buch Die Struktur der Realität die Grundlagen eines Phänomens durch den Grad, in dem das Verständnis dieses Phänomens wesentlich für das Verständnis des gesamten Universums ist. Verschiedene Menschen halten verschiedene Aspekte der Welt für grundlegend. Einige sagen, dass Liebe das grundlegendste Phänomen in der Welt ist. Andere sind überzeugt, dass man alles, was es zu verstehen gilt, versteht, wenn man heilige Schriften auswendig lernt. Das Verständnis, von dem Deutsch spricht, wird durch die Gesetze der Physik, die Prinzipien der Logik und der Philosophie ausgedrückt. Es hat eine größere Allgemeingültigkeit und erklärt das Phänomen besser mit weniger unerklärten Annahmen. Mit anderen Worten, die grundlegendsten Phänomene sind Teil der Erklärung aller anderen Phänomene, aber sie selbst werden nur durch grundlegende Gesetze und Prinzipien erklärt. Einige grundlegende Phänomene wie die Gravitation haben signifikante physische Manifestationen, die jedem Menschen verständlich sind, während andere, wie die Quanteninterferenz, weniger offensichtlich, aber genauso grundlegend sind. Aristoteles glaubte fälschlicherweise, dass Leben aufgrund besonderer magischer Eigenschaften der lebendigen Materie fundamental sei. Er dachte, die Biosphäre der Erde sei der Hauptteil des Universums, jedoch haben wissenschaftliche Revolutionen und Entdeckungen in Physik und Astronomie nicht nur gezeigt, dass das Universum im Vergleich zur Erde riesig ist, sondern auch, dass es mit großer Genauigkeit durch allumfassende Gesetze beschrieben wird, die Leben überhaupt nicht erwähnen. Die Evolutionstheorie von Darwin und Entdeckungen in der Biologie zeigen, dass zum Verständnis des Lebens keine besondere Physik erforderlich ist. In modernen Schulen unterscheidet sich der Status der Biologie vollständig von dem, wie Aristoteles ihn sah. Leben wird nicht mehr als fundamentales Phänomen betrachtet und das Konzept des Studiums der Natur im Sinne der Biologie ist veraltet geworden. Im Wesentlichen bedeutet Natur aus fundamentaler Sicht Physik. Sie hat eine Verzweigung, die Chemie, die die Wechselwirkung der Atome untersucht. Die Chemie hat ihrerseits eine Verzweigung, die organische Chemie, die die Eigenschaften von Kohlenstoffverbindungen untersucht. Organische Chemie wiederum führt zur Biologie, die die chemischen Prozesse untersucht, die wir als Leben bezeichnen. Dieses von der Physik entfernte Gebiet interessiert uns nur, weil wir selbst ein solcher Prozess sind. Dabei scheint die Vorherrschaft der Physik offensichtlich, da das gesamte Universum, einschließlich des Lebens, ihren Gesetzen unterliegt. Biologie als emergentes Merkmal der Physik. Ja, darüber wurden viele Bücher geschrieben, aber viel seltener finden sich Erklärungen, warum Leben überhaupt existiert. Ist Replikation ein Selbstzweck oder das Ergebnis eines fundamentaleren Prinzips? Ist die allgemeine KI, AGI, über die jetzt alle sprechen, Leben? Und wenn riesige Matrizen und Tensoren von Fließkommazahlen Leben sind, Warum und nach welchen Kriterien? Seltsamerweise glaube ich, dass ich in diesem Video auf diese und andere Fragen eine Antwort gefunden habe. Ich habe mich auf Die Struktur der Realität von David Deutsch, Leben 3.0 von Max Techmark und Was ist Leben von Erwin Schrödinger gestützt. Mein Ziel war es, das Thema so zu entfalten, dass nach dem Ansehen ein vollständiges Bild entsteht und eine konkrete Antwort auf die Frage, was ist der Sinn des Lebens gegeben wird. In Schulen wird oft verlangt, zahlreiche Merkmale des Lebendigen auswendig zu lernen. Dazu gehören Bewegung, Atmung, Fortpflanzung, Wachstum und Reizbarkeit. Diese Merkmale zeichnen sich weder durch Klarheit, Tiefe noch durch Genauigkeit aus. Viele könnten sogar einwenden, dass jedes reale Objekt Reizbarkeit besitzt. Andererseits werden Viren, die keine Atmung, Wachstum oder eigenständige Bewegung zeigen, als lebendig angesehen. Auch unfruchtbare Menschen, die sich nicht fortpflanzen können, gelten als lebendig. Der Fehler von Aristoteles und solchen Lehrbüchern liegt im Unverständnis des Wesens lebender Wesen. Die moderne Biologie definiert Leben nicht durch ein bestimmtes physisches Merkmal oder eine Materie, die lebende Wesen unterscheidet. Wir erwarten nicht mehr die Entdeckung von lebender Materie, weil wir verstehen, dass sie aus denselben Atomen besteht wie alles andere, nur dass ihre Basis molekular ist. Der Punkt ist, dass es Moleküle gibt, die bestimmte Umgebungen dazu anregen, ihre Kopien zu erstellen. Diese Moleküle werden als Replikatoren bezeichnet. Ein Replikator ist jede Entität, die eine Umgebung dazu bringt, sie zu kopieren. Replikatoren können nicht nur biologische Objekte oder Moleküle sein. Computerviren oder erfolgreiche Witze sind ebenfalls Replikatoren, da sie Menschen dazu bringen, sie anderen zu erzählen. Richard Dawkins führte den Begriff Meme für Replikatoren ein, die menschliche Ideen repräsentieren, wie etwa Witze. Mich persönlich interessiert das Thema digitaler Replikatoren. Man kann sie bedingt in Kategorien einteilen, zum Beispiel Computerviren wie Trojaner und Würmer, soziale Replikatoren, virale Videos, Memes, Hashtags und Challenges, Software, Skripte, Bots, Plugins und Bildungsreplikatoren. Bücher, Videokurse, Infografiken und wissenschaftliche Arbeiten. Am Ende des Videos werden Sie verstehen, warum Sie alle in der Lage sind, Ihre Umgebung zu ihrer Kopierung anzuregen. Das gesamte biologische Leben auf der Erde basiert auf replizierenden Molekülen, die als Gene bezeichnet werden. Die Biologie untersucht die Herkunft, Struktur und Funktion von Genen sowie deren Einfluss auf andere Materie. In den meisten Organismen besteht ein Gen aus einer Kette von Molekülen. Diese Moleküle Adenin, Zytosin, Guanin und Thymin werden üblicherweise als A, C, G und T abgekürzt. Die abgekürzte chemische Bezeichnung für die Kette dieser Moleküle ist DNA. Gene sind im Wesentlichen Computerprogramme, die in Form einer Sequenz der Symbole A, C, G und T beschrieben sind, die den genetischen Code bilden. Dieser Code mit geringen Abweichungen ist einheitlich für alles Lebende auf der Erde. Einige Viren verwenden eine ähnliche molekulare Sprache, die RNA. In den Zellen jedes Organismus gibt es spezielle Strukturen, die die Rolle von Computern spielen und die in den Genen codierten Programme ausführen. Diese Programme regulieren den Syntheseprozess bestimmter Proteine aus Aminosäuren in Abhängigkeit von äußeren Bedingungen. Zum Beispiel weist die Kombination ATG im genetischen Code auf die Einbeziehung der Aminosäure Methionin in das zu produzierende Protein hin. Normalerweise wird ein Gen in bestimmten Zellen aktiviert und das Gen gibt den Befehl zur Produktion des entsprechenden Proteins. Ein Beispiel dafür ist Insulin, das den Blutzuckerspiegel bei Wirbeltieren reguliert. Das Insulingen ist in fast allen Zellen vorhanden, wird aber nur in bestimmten Zellen der Bauchspeicheldrüse aktiviert und nur dann, wenn es notwendig ist. Auf molekularer Ebene kann ein Gen den Zellcomputer programmieren, um eine bestimmte chemische Substanz zu produzieren. Gene führen ihre replikativen Funktionen aus, da diese niedrigstufigen chemischen Programme durch komplexe Steuerung und Rückkopplung komplexe Hochlevelprogramme bilden. Zum Beispiel erzeugt das Insulingen in Kombination mit Genen, die seine Aktivierung und Deaktivierung regulieren, ein vollständiges Programm zur Kontrolle des Blutzuckerspiegels. Es gibt auch Gene, die Anweisungen enthalten, wie und wann sie selbst kopiert werden sollen. Ebenfalls aktiviert werden Anweisungen, die die Reaktion des gesamten Organismus auf verschiedene Stimuli bestimmen, wie zum Beispiel wann und wie man jagt, sich ernährt, sich fortpflanzt, sich verteidigt oder Gefahren meidet. Dabei ist es wichtig zu verstehen, dass ein Gen nur unter bestimmten Bedingungen als Replikator funktioniert. Zum Beispiel umfasst die ökologische Nische von Kakerlaken den größten Teil des Landes der Erde. Wir alle wissen, wie widerstandsfähig und anpassungsfähig sie sind. Wenn man jedoch eine Kakerlake zum Mars schickt, wird sie sehr schnell sterben, weil der rote Planet keine Nische für ihre Reproduktion darstellt. Noch nicht. Hier ist eine andere Perspektive. Die Nische des Insulingens umfasst Umgebungen, in denen sich das Gen im Zellkern befindet, umgeben von anderen Genen. Dabei ist es wichtig, dass die Zelle selbst richtig in einem gesunden, funktionsfähigen Organismus positioniert ist, der sich in einer Umgebung befindet, die sein Leben und seine Fortpflanzung unterstützt. Biotechnologische Labore, in denen Bakterien genetisch modifiziert werden, um das Insulingen zu kopieren, sind ebenfalls Teil seiner Nische. Nicht jede kopierte Entität ist jedoch ein Replikator. Ein Replikator regt seine Umgebung dazu an, ihn zu kopieren. Das heißt, er beeinflusst aktiv die Erstellung seiner Kopien. Wenn ein Replikator vorhanden ist, wird er kopiert. Aber wenn er durch ein anderes, selbst sehr ähnliches Objekt ersetzt wird, wird dieses Objekt nicht kopiert. Zum Beispiel initiiert das Insulingen nur eine kleine Phase im komplexen Prozess seiner eigenen Replikation im allgemeinen Lebenszyklus eines Organismus. Die meisten Varianten dieses Gens sind nicht in der Lage, eine Zelle dazu zu bringen, eine chemische Substanz zu produzieren, die Insulin ersetzen kann. Wenn die Insulingene in einem Organismus durch etwas andere Moleküle ersetzt werden, stirbt der Organismus ohne Nachkommen zu hinterlassen. Und diese Moleküle werden nicht kopiert. Der Hauptfaktor, der die Nische eines Gens bestimmt, liegt normalerweise in der Abhängigkeit seiner Replikation von der Anwesenheit anderer Gene. Zum Beispiel hängt die Replikation des Insulin-Gens eines Vielfraßes nicht nur von der Anwesenheit aller anderen Gene im Körper des Vielfraßes ab, sondern auch von der Anwesenheit der Gene anderer Organismen in der Umgebung. Vielfraße können beispielsweise nicht ohne Nahrung überleben und die Gene, die für die Produktion dieser Nahrung verantwortlich sind, sind nur in anderen Organismen vorhanden. Verschiedene Arten von Genen, die für die Replikation interagieren müssen, koexistieren normalerweise in langen DNA-Ketten innerhalb eines Organismus. Ein Organismus ist eine Entität, Tier, Pflanze oder Mikroorganismus, die wir normalerweise als lebendig betrachten. Das Adjektiv lebendig in Bezug auf den Organismus selbst, abgesehen von der DNA, ist bestenfalls eine Dehnung. Der Organismus selbst ist kein Replikator, sondern Teil der Umgebung der Replikatoren, normalerweise der wichtigste Teil nach allen anderen Genen. Der verbleibende Teil der Umgebung umfasst das Territorium, das der Organismus bewohnen kann, zum Beispiel einen Berggipfel oder den Meeresboden und eine bestimmte Lebensweise, zum Beispiel Jäger oder Filtrierer. Im alltäglichen Sprachgebrauch wird oft der Begriff Reproduktion verwendet, um Prozesse zu beschreiben, die bei Organismen als eines der Hauptmerkmale Lebender Wesen ablaufen. Wir neigen dazu, an Organismen als Replikatoren zu denken, aber diese Vorstellung ist inkorrekt. Tatsächlich kopieren sich Organismen nicht selbst im Fortpflanzungsprozess und stimulieren schon gar nicht ihr eigenes Kopieren. Sie werden eher auf Basis von Plänen und detaillierten Anweisungen, die in der DNA der Eltern kodiert sind, neu erschaffen. Zum Beispiel, wenn sich die Nasenform eines Vielfraßes aufgrund eines Kampfes mit einem Bären verändert, kann dies seinen Lebensstil und die Überlebenschancen und Fortpflanzung beeinflussen, aber ein Vielfraß mit einer neuen Nasenform wird nicht kopiert. Dies ist ein wichtiger Punkt, den ich noch an einem weiteren Beispiel erläutern möchte. Viele Menschen möchten sich in der Zukunft einen Chip mit einer Gehirncomputerschnittstelle einsetzen lassen, um mehr Informationen zu speichern und Aufgaben schneller zu lösen. Ein solcher Chip ist etwas Neues und Ungewöhnliches für den Körper. Er ist nützlich und wird vermutlich die Überlebenschancen und Fortpflanzung erhöhen, aber er ist nicht Teil dessen, was einen Menschen zu einem lebenden Wesen macht. Der Körper ist nicht die Gene, sondern eher das Haus, in dem diese Gene leben. Wie der Chip kopiert, sich der Körper nicht selbst. Das machen die Gene. Ein Körper mit einem Chip im Gehirn ist kein Replikator, weil er selbst keine Kopien von sich erstellt. Es ist einfach ein Teil der äußeren Umgebung, in der die wahren Replikatoren, die Gene, leben und kopiert werden. Wenden wir uns jetzt der Frage zu, ob das Leben ein grundlegendes Phänomen der Natur ist. Heute ist die reduktionistische Annahme weit verbreitet, dass emergente Phänomene wie das Leben nicht grundlegender sein können als physikalische Phänomene. Das Leben scheint nur ein Nebenaspekt einer langen Kette von Nebeneffekten zu sein, wo die Vorhersagen der Biologie theoretisch auf die Vorhersagen der Physik reduziert. Große erklärende Theorien wie Darwins Theorie und die moderne Biochemie sind reduktiv. Lebende Moleküle, Gene unterliegen denselben Gesetzen der Physik und Chemie wie nicht lebende Moleküle. Diese Eigenschaften des Lebens sind abgeleitet und daher ist es schwer zu verstehen, wie das Leben ein grundlegendes Phänomen der Natur sein kann. In der Tat zeigen astronomische Daten von allen Teleskopen, dass die Erde der einzige Ort im Universum ist, an dem Leben existiert. Wir haben keine Informationen über das Vorhandensein von Leben an anderen Orten. Und selbst wenn Leben im Weltraum weit verbreitet ist, sind seine Manifestationen so gering, dass wir sie nicht wahrnehmen. Außerhalb der Erde beobachten wir ein dynamisches Universum, gefüllt mit verschiedenen mächtigen Prozessen, die jedoch nicht mit dem Leben verbunden sind. Galaxien drehen sich, Sterne entstehen, brennen, explodieren und kollabieren zu schwarzen Löchern. Verschiedene Wellen und Partikel breiten sich in alle Richtungen aus. Dabei scheint das Vorhandensein von Leben in diesen groß angelegten Prozessen keine wesentliche Rolle zu spielen. Würde eine plötzliche Sonnenkatastrophe die Erde zerstören, wäre dies ein unbedeutendes Ereignis für die Astrophysik und unsere Existenz oder ihr Fehlen würde keinen Einfluss auf die Sonne haben. Unsere Biosphäre, betrachtet man ihre Masse oder Energie, ist nur ein winziger Teil der Erde selbst. In der Astronomie gilt, dass das Sonnensystem aus der Sonne und Jupiter besteht und alles andere, einschließlich der Erde, ist nur eine unwesentliche Beimischung chemischer Schmutz. Das Sonnensystem wiederum ist nur ein unbedeutender Teil der Milchstraße, die selbst unter Billionen von Galaxien nichts Besonderes ist. Mit anderen Worten, das Leben nimmt weder im geometrischen, noch im theoretischen, noch im praktischen Sinne eine zentrale Stellung ein und ist nahezu unsichtbar. In diesem Kontext hat die Biologie denselben Status wie die Geografie. Zum Beispiel ist eine Karte der Tokyota U-Bahn wichtig für Touristen, aber bedeutungslos für diejenigen, die nie dorthin reisen werden. Ähnlich scheint das Leben nur in einem bestimmten Teil des Universums oder möglicherweise in einigen solchen Teilen wichtig zu sein, hat aber keine theoretische oder praktische Bedeutung in einem größeren Maßstab. Diese Ansicht ist jedoch falsch. Es ist falsch zu behaupten, dass das Leben keine signifikanten physischen Manifestationen oder theoretischen Konsequenzen hat. Wie wir bereits verstanden haben, wird alles, was für das Phänomen des Lebens von grundlegender Bedeutung ist, durch diese Eigenschaft bestimmt und nicht durch die Replikation an sich. Dies ermöglicht es uns, die Diskussion über die üblichen Replikatoren hinaus zu erweitern. Zum Beispiel können wir uns eine Art vorstellen, deren Gene nicht zur Replikation fähig sind, aber an die Aufrechterhaltung ihrer unveränderlichen physischen Form durch Schutz von äußeren Einflüssen angepasst sind. Eine solche Art würde wahrscheinlich nicht auf natürliche Weise entstehen, könnte aber künstlich geschaffen werden. Die Anpassung solcher nicht-replikativen Gene wird durch das Maß ihres Beitrags zum eigenen Überleben bestimmt. Stellen wir uns eine Art mit Genen vor, die in musternen Quarzkristallen kodiert sind. Gewöhnlicher Quarz kann über lange geologische Zeiträume in verschiedenen Bedingungen überleben, aber seine Form ist nicht an das Überleben angepasst. Wenn die Gene unserer hypothetischen Art im Quarzin dazu bringen, seine Oberfläche vor Korrosion, anderen Organismen oder Menschen zu schützen, die versuchen, ihn in einen Edelstein zu verwandeln, dann wäre dies eine wahre Anpassung an die spezifischen Umweltbedingungen. David Deutsch schreibt: Sobald die Produktion dieser künstlichen Organismen aufhört, kann die Anzahl der Exemplare jedes nicht replizierenden Gens nicht mehr zunehmen. Aber sie wird auch nicht abnehmen, solange das Wissen, das diese Gene enthalten, ausreicht um die Überlebensstrategie dieser Gene in ihrer Nische zu ermöglichen. Letztendlich kann eine ausreichend große Veränderung in der Umgebung oder eine Erschöpfung durch Unfälle dieser Art von der Erde auslöschen, aber sie kann genauso lange überleben wie viele Arten, die auf natürliche Weise entstehen. Die Gene solcher Arten besitzen alle Eigenschaften echter Gene außer der Replikation. Insbesondere erhalten sie das Wissen, das notwendig ist, um ihre Organismen zu erhalten, in voller Analogie zu echten Genen. Daher ist ein gemeinsames Merkmal für replizierende und nicht replizierende Gene das Überleben von Wissen und nicht unbedingt das des Gens oder eines anderen physischen Objekts. Daher passt sich in einer Nische streng genommen ein Teil des Wissens an oder nicht und nicht das physische Objekt. Im Rahmen der Anpassung an die Umwelt strebt Wissen, das sich in einer bestimmten ökologischen Nische befindet, danach, dort zu bleiben. Diese Eigenschaft des Wissens zeigt sich zum Beispiel im Verhalten von Replikatoren deren physische Träger kontinuierlich erneuert werden. So kann Wissen in Form von kodierter Information erfolgreich von einer alten Schallplatte auf ein Magnetband, dann auf eine CD, von dort auf eine Festplatte eines Computers und in die Cloud übertragen werden. So sieht die Sammlung der Werke des bekannten georgischen Komponisten Georgi Zabadze aus. Sieht meiner Meinung nach wunderbar aus, aber wie lässt sich das im Jahr 2024 reproduzieren? Nicht so einfach. Man kann sich einen künstlichen lebenden Organismus mit einer nicht replizierenden Basis vorstellen, der ähnlich vorgeht, indem er Wissen über sich selbst auf die zuverlässigsten verfügbaren Träger kopiert. Vielleicht werden wir oder unsere Nachkommen in der Zukunft ähnlich vorgehen, indem wir unser Bewusstsein digitalisieren. So nähern wir uns dem Verständnis der Fundamentalität des Lebens. Das Leben besteht in der physischen Verkörperung von Wissen, was uns an das Prinzip von Turing erinnert. Dieses Prinzip besagt, dass die Gesetze der Physik in jeder physisch möglichen Umgebung durch Programme der virtuellen Realität verkörpert werden können. Gene sind ein Beispiel für solche Programme, ebenso wie alle anderen Programme, die physisch existieren oder jemals erstellt wurden. Programme, die von unseren Computern oder unserem Gehirn ausgeführt werden, sind indirekte Manifestationen menschlichen Lebens. So erscheint das Leben als notwendiges Mittel zur Verkörperung der Effekte, die durch das Prinzip von Turing beschrieben werden. Dies allein reicht jedoch nicht aus, um das Leben als ein grundlegendes Phänomen anzuerkennen. Es muss festgestellt werden, dass das Prinzip von Turing selbst ein grundlegendes Gesetz ist. Sie könnten beispielsweise einwenden und sagen, dass Wissen nur ein anthropozentrisches Konzept ist, das für Homo sapiens und andere Primaten wichtig ist, die von der Anwendung von Wissen abhängen, aber keine absolute Bedeutung hat. So wie der Eukalyptus für die Koala wichtig ist, ist Wissen für den Homo sapiens wichtig, aber ein solcher Skeptizismus wäre falsch. Wissen ist nicht nur für den Homo sapiens wichtig und nicht nur auf der Erde. Der physische Einfluss einer Entität ist nicht der bestimmende Faktor für ihre Fundamentalität in der Natur. Obwohl dies ein wichtiger Aspekt ist, betrachten wir die astrophysikalischen Konsequenzen von Wissen. Die Theorie der Sternentwicklung, die den Aufbau und die Entwicklung von Sternen beschreibt, ist eine der wichtigsten Errungenschaften der Wissenschaft. Noch vor 100 Jahren wussten wir nicht, woher die Sonnenenergie kommt und die besten wissenschaftlichen Theorien gingen davon aus, dass die Sonne nicht länger als 100 Millionen Jahre leuchten konnte. Geologische und paläontologische Beweise deuten jedoch auf eine viel längere Existenz sowohl der Erde als auch entsprechend der Sonne hin. Hier ist der Beweis. In meiner Hand befindet sich ein Fragment eines versteinerten Baumes, das Ergebnis eines Versteinerungsprozesses, bei dem die organischen Materialien der Pflanze, in diesem Fall das Holz, im Laufe der Zeit durch Mineralien wahrscheinlich Siliziumdioxid ersetzt wurden wobei die ursprüngliche Struktur des Baumes erhalten blieb. Das Fragment erinnert mit seinen scharfen Kanten an Opal, also an einen speziellen Fall der Versteinerung. Und das hier ist ein Ammonit, ein fossiles Weichtier aus der Klasse der Kopffüßer. Ammoniten gediehen in marinen Ökosystemen, bis sie zusammen mit den Dinosauriern vor etwa 65 Millionen Jahren ausstarben. Dieses spezielle Exemplar zeichnet sich durch seine charakteristische spiralförmige Schalenform mit Kammern aus. Die orange Farbe deutet auf das Vorhandensein von Eisenoxiden hin, was darauf hindeutet, dass dort organische Substanzen vorhanden waren. Mit der Entdeckung der Kernphysik und ihrer Anwendung auf die Erforschung von Sternen haben wir die Gründe verstanden, warum die Sonne leuchtet. Die Antwort ist ziemlich einfach. Die Sonne leuchtet, weil bei sehr hohen Temperaturen ein Teil der Masse von komprimierten Wasserstoffkernen in Energie umgewandelt wird. Die moderne Theorie der Sternentwicklung, bestätigt durch Daten aus verschiedenen Teleskopen, ermöglicht es uns, die Struktur von Sternen, ihre Temperatur, Farbe, Helligkeit, Durchmesser in verschiedenen Phasen ihrer Existenz sowie die Elemente, die in Kernreaktionen erzeugt werden, zu verstehen. Diese Theorie ermöglicht es uns, die weiteren Entwicklungsstufen der Sonne vorherzusagen. Nach ihren Vorhersagen wird die Sonne noch etwa 5 Milliarden Jahre relativ stabil leuchten, dann wird sie sich auf etwa das Hundertfache ihrer derzeitigen Größe ausdehnen und zu einem roten Riesen werden. Anschließend wird sich die äußere Hülle der Sonne im umgebenden Raum verteilen und einen planetarischen Nebel bilden. Der freigelegte Kern wird sich allmählich zu einem abkühlenden weißen Zwerg entwickeln und nach Dutzenden von Milliarden Jahren wird er so weit abgekühlt sein, dass er keine sichtbare Strahlung mehr aussendet und zu einem schwarzen Zwerg wird. Es stellt sich jedoch die Frage, wird all dies wirklich mit der Sonne geschehen? Gibt es Sterne mit ähnlicher Masse und Zusammensetzung, die bereits das Stadium des roten Riesen erreicht haben, wie es die Theorie vorhersagt? Und kann der chemische Schmutz auf kleinen Planeten, die um diese Sterne kreisen, die Abläufe der nuklearen und gravitativen Prozesse in Sternen beeinflussen, die viel größere Masse und Energie besitzen? Wenn sich die Sonne tatsächlich in einen roten Riesen verwandelt, wird dies zur Zerstörung der Erde führen. Wenn zu dieser Zeit noch Nachkommen auf der Erde existieren, physisch oder intellektuell, werden sie wahrscheinlich versuchen, dies zu verhindern. Sie werden alle Anstrengungen unternehmen, um dieses Szenario zu vermeiden. Können wir sicher sein, dass sie nichts unternehmen können? Der Stand der heutigen Technologie ist nicht in der Lage, mit einer solchen Aufgabe umzugehen, aber weder die moderne Theorie der Sternentwicklung noch die Astrophysik im Allgemeinen geben Grund zu der Annahme, dass die Aufgabe unmöglich ist. Im Gegenteil, wir haben bereits eine allgemeine Vorstellung davon, was für ihre Lösung notwendig ist. Die Entfernung von Materie von der Sonne. Wir haben einige Milliarden Jahre Zeit, um unsere Vorhersagemodelle zu verbessern und nach Lösungen zu suchen. Wenn unsere Nachkommen auf diese Weise sich selbst retten können, wird unsere heutige Theorie der Sternentwicklung in Bezug auf die Sonne absolut falsch sein. Der Grund dafür liegt darin, dass die Theorie den Einfluss des Lebens auf die Sternentwicklung nicht berücksichtigt. Sie berücksichtigt die wichtigsten physikalischen Effekte wie Kern- und elektromagnetische Kräfte, Gravitation, hydrostatischen und Strahlungsdruck, aber nicht den Einfluss des Lebens. Es scheint, dass das Wissen, das notwendig ist, um die Sonne zu kontrollieren, sich nicht nur durch natürliche Selektion entwickeln könnte. Daher hängt die Zukunft der Sonne von der Anwesenheit intelligenten Lebens ab. Natürlich gibt es viele Skeptiker, die über die Idee lachen werden, dass der Verstand auf der Erde über Milliarden von Jahren überleben wird. Das ist das klassische, ja, Wissenschaftler können nicht einmal das Wetter vorhersagen. Einige moderne Sichtweisen deuten darauf hin, dass intelligentes Leben auf der Erde bereits jetzt durch Selbstzerstörung bedroht ist, sei es durch einen Atomkrieg oder durch die Nebenwirkungen des technischen Fortschritts oder wissenschaftlicher Forschung. Viele Menschen glauben, dass das Überleben intelligenten Lebens auf der Erde nur durch die Unterdrückung des technischen Fortschritts möglich ist. David Deutsch ist davon überzeugt, dass eine solch pessimistische Sicht auf die Zukunft falsch ist. Er schreibt, wir können wahrscheinlich weder die Technologie noch ihre Absichten vorhersagen. Sie könnten sich retten wollen, indem sie das Sonnensystem verlassen oder die Erde kühlen oder auf eine von vielen für uns unergründlichen Methoden, die die Manipulation der Sonne beinhalten. Andererseits könnten sie lange vor der Notwendigkeit, den Übergang der Sonne in die Phase des Roten Riesen zu verhindern, zum Beispiel um ihre Energie effizienter zu nutzen oder Rohstoffe aus ihr zu gewinnen, um ihren Lebensraum zu erweitern, die Sonne kontrollieren wollen. Die These, die ich hier beweise, hängt jedoch nicht von unserer Fähigkeit, ab vorherzusagen, was passieren wird, sondern nur von der Annahme, dass zukünftige Ereignisse vom Wissen abhängen, das unsere Nachkommen besitzen und wie sie es anwenden. Daher kann man die Zukunft der Sonne nicht vorhersagen, ohne die Zukunft des Lebens auf der Erde und insbesondere die Zukunft des Wissens zu berücksichtigen. Der Zustand der Sonne in 10 Milliarden Jahren wird durch Gravitation, Strahlungsdruck, Konvektion und Kernsynthese bestimmt. Hängt nicht von der Geologie der Venus, der Chemie des Jupiters oder dem Muster der Krater auf dem Mond ab, sondern davon, was mit dem intelligenten Leben auf der Erde geschieht, von Politik, Wirtschaft und den Ergebnissen von Kriegen, von den Handlungen der Menschen, ihren Entscheidungen, gestellten Aufgaben, gewählten Werten und ihrem Verhalten gegenüber Kindern. So impliziert das Nachdenken auf der Grundlage einer solchen Theorie die Notwendigkeit, Theorien über die Entwicklung des Lebens in astrophysikalische Vorhersagen einzubeziehen. Selbst wenn die Bemühungen der Menschheit um das Überleben letztendlich erfolglos sind, ist diese pessimistische Theorie auf alle außerirdischen Intelligenzen im Universum anwendbar? Wenn intelligentes Leben in irgendeiner Galaxie über Milliarden von Jahren überleben kann, bedeutet dies, dass das Leben einen signifikanten Einfluss auf die allgemeine physikalische Entwicklung des Universums hat. In unserer Galaxie und im gesamten Universum hängt die Entwicklung von Sternen davon ab, ob intelligentes Leben entstanden ist und wo dies geschehen ist. Wir können ungefähre Annahmen über das Verhältnis von Sternen verschiedener Spektralklassen in der Galaxie machen, indem wir das Vorhandensein oder Fehlen von intelligentem Leben annehmen. Derzeit deuten unsere Beobachtungen darauf hin, dass es kein intelligentes Leben außerhalb des Sonnensystems gibt. Wenn unsere Theorien über die Struktur der Galaxie weiterentwickelt werden, können wir genauere Vorhersagen machen, basierend auf Annahmen über die Verteilung und das Verhalten von Intelligenz in der Galaxie. Wenn diese Annahmen falsch sind, werden auch unsere Vorhersagen über die Verteilung der Spektralklassen falsch sein, fast so, als ob wir uns über die Zusammensetzung des interstellaren Gases oder die Masse eines Wasserstoffatoms geirrt hätten. Mit anderen Worten, Anomalien in der Verteilung der Spektralklassen könnten ein Hinweis auf das Vorhandensein außerirdischer Intelligenz sein, eine Art Technosignatur. Astrophysikalische Konsequenzen des langfristigen Fortbestehens des Lebens, nachdem die Sonne zu einem roten Riesen geworden ist, wurden von den Kosmologen John Barrow und Frank Tipler untersucht. Die Forschungen zeigten, dass das Leben langfristig signifikante Veränderungen in der Struktur der Galaxie und letztlich im gesamten Universum bewirken kann. Daher muss jede Theorie, die die Struktur des Universums in allen seinen Phasen, mit Ausnahme der frühesten, beschreibt, den Einfluss des Lebens berücksichtigen. Man kann nicht ignorieren, dass die zukünftige Geschichte des Universums von der zukünftigen Geschichte des Wissens abhängt. Die Astrologie hat immer behauptet, dass kosmische Ereignisse einen Einfluss auf das menschliche Leben haben. Jetzt kommen wir zu dem Verständnis, dass auch menschliche Handlungen kosmische Ereignisse beeinflussen. Wir sollten darüber nachdenken, wann wir begonnen haben, den physischen Einfluss des Lebens auf das Universum zu unterschätzen. Dies geschah aufgrund unserer begrenzten Weltsicht. Interessanterweise machten antike Zivilisationen trotz einer noch engeren Sichtweise diesen Fehler nicht. In unserer Vorstellung vom Universum, wie wir es heute sehen, hat das Leben keinen bemerkbaren astrophysikalischen Einfluss ausgeübt. Doch durch Teleskope sehen wir nur die Vergangenheit. Je weiter wir in das Universum hineinblicken, desto weiter blicken wir in die Vergangenheit und desto weniger Details können wir erkennen. Aber selbst die gesamte Vergangenheit ist nur ein kleiner Teil der physischen Realität. Zwischen dem jetzigen Moment und dem Wärmetod des Universums liegt eine gigantische Menge an Zeit. Lawrence Krauss, Brian Greene und andere Physiker sagen, dass laut den aktuellen kosmologischen Modellen noch Zehntausende von Billionen Jahren vergehen werden, bevor die Entropie ihren Tribut fordert. Wenn wir unsere besten Theorien auf die Zukunft von Sternen, Galaxien und dem Universum insgesamt anwenden, sehen wir ein enormes Feld für den Einfluss des Lebens, das es letztendlich erobern könnte, so wie es heute die Biosphäre der Erde dominiert. Übrigens zeigt die Biosphäre bereits viele Beispiele. Im dritten Jahrhundert vor Christus betrug die Gesamtmasse der Menschheit etwa 10 Millionen Tonnen. Davon ausgehend könnte man annehmen, dass die An- oder Abwesenheit von Menschen zu dieser Zeit wenig Einfluss auf die physikalischen Prozesse hatte, die bedeutende Massen steuern. Doch gerade zu dieser Zeit wurde die große Mauer von China gebaut, deren Masse etwa 300 Millionen Tonnen beträgt. Die Bewegung von Millionen Tonnen Stein ist eine typische Aktivität von Menschen. Heute benötigt man nur wenige Dutzend Menschen, um einen Tunnel zu bauen, bei dem eine Million Tonnen Gestein bewegt wird. Vergleichen Sie einfach die Masse des bewegten Gesteins mit der Masse des kleinen Teils des Gehirns des Ingenieurs und aller am Bau Beteiligten. Die Menschheit als Ganzes verfügt bereits über genügend Wissen, um ganze Planeten zu zerstören, wenn dies für das Überleben notwendig wäre. Sogar nicht intelligentes Leben hatte einen erheblichen Einfluss auf die Transformation der Erdkruste und der Atmosphäre. Beispielsweise ist der gesamte Sauerstoff in der Erdatmosphäre etwa 1000 Billionen Tonnen. Das Ergebnis der Arbeit von Pflanzen, also das Ergebnis der Replikation von Genen, Molekülen, die von einem einzigen Vorfahrensmolekül stammen. Der Einfluss des Lebens erfolgt nicht aufgrund seiner Größe, Masse oder Energie im Vergleich zu anderen physikalischen Prozessen, sondern aufgrund des Vorhandenseins einer größeren Menge an Wissen. Vom Ausmaß ihres Einflusses her ist das Wissen genauso wichtig wie jeder andere physikalische Parameter. Aber was ist überhaupt Intelligenz? Und wenn es die biologische Verkörperung von Wissen über die Umwelt ist, was ist dann ihr Ziel? Gibt es etwas, das jede Intelligenz anstrebt? Denn Wissen und Informationen über die Umwelt sind eine sehr konkrete Definition von Intelligenz und Leben insgesamt. Bedeutet das, dass es auch einen genauso konkreten und verständlichen Weg gibt, den jedes Leben im Universum anstrebt? Erwin Schrödinger gibt in seinem Buch meiner Meinung nach eine der interessantesten und konkretesten Definitionen des Begriffs Leben, indem er feststellt, dass die bestehende Ordnung die Fähigkeit hat, sich selbst aufrechtzuerhalten und geordnete Phänomene zu erzeugen. Er schreibt: "Ein lebender Organismus erhöht kontinuierlich seine Entropie oder anders ausgedrückt, erzeugt positive Entropie und nähert sich dadurch einem gefährlichen Zustand maximaler Entropie, die den Tod darstellt." Er kann diesem Zustand nur entkommen, das heißt lebendig bleiben, indem er kontinuierlich negative Entropie aus seiner Umgebung extrahiert. Kontinuierlich seine Entropie erhöhen? Wie funktioniert das? Stellen Sie sich vor, Sie haben zu Hause eine Kiste mit bunten Bällen, die anfangs getrennt sind. Rote Bälle auf der einen Seite und blaue Bälle auf der anderen. Wenn Sie die Kiste schütteln, werden Sie sich vermischen. Am Anfang hatten wir Ordnung. Rote getrennt von blauen. Aber dann entstand Unordnung, als alles vermischt wurde. Entropie ist eine Art, Unordnung oder Chaos zu messen. In unserem Beispiel mit den Bällen ist die Entropie hoch, wenn sie alle vermischt sind, weil es viele Möglichkeiten gibt, wie die Bälle angeordnet sein können. Wenn sie doch nach Farben getrennt sind, ist die Entropie niedrig, weil es in diesem Fall wenige Möglichkeiten gibt, wie sie angeordnet sein können. Man kann auch über Entropie als einen Weg denken, zu messen, wie unvorhersehbar etwas verteilt ist oder wie schwer es ist, sein Aussehen zu erraten. Zum Beispiel, wenn ein Zimmer ordentlich aufgeräumt ist, hat es eine niedrige Entropie, weil alles leicht zu finden und vorhersehbar ist. Aber wenn in einem Zimmer Unordnung herrscht, ist die Entropie hoch, weil es schwer ist, dort etwas zu finden. Entropie, also eine ganz konkrete physikalische Größe, versucht die Natur unweigerlich zu maximieren. Der zweite Hauptsatz der Thermodynamik besagt, dass die Entropie dazu neigt, sich zu erhöhen, bis sie ihren maximal möglichen Wert erreicht. Wenn man für einen Moment die Schwerkraft vergisst, dann ist das Endstadium von allem, wenn der maximale Unordnungszustand überall erreicht ist, als Wärmetod des Universums bekannt. Das bedeutet, dass alles eine perfekte Gleichförmigkeit erreicht, ohne Komplexität, ohne Leben und ohne Veränderungen. Wenn Sie zum Beispiel kalte Sahne in heißen Kaffee geben, strebt Ihr Getränk unerbitterlich seinem eigenen Wärmetod entgegen und wird bald zu einer einheitlichen warmen Flüssigkeit. Beim Tod eines lebenden Organismus steigt die Entropie ebenfalls an, weil die Ordnung seiner Teilchen schnell abnimmt. Das Bestreben der Natur, die Entropie zu erhöhen, erklärt, warum die Zeit eine bestimmte Richtung hat und macht Filme unrealistisch, wenn man sie rückwärts ansieht. Wenn Sie ein Weinglas fallen lassen, erwarten Sie, dass es auf den Boden aufschlägt und dabei das globale Chaos erhöht. Wenn Sie jedoch sehen, wie es sich zusammenfügt und zurück in Ihre Hand fliegt, wobei es die Entropie verringert, werden Sie wahrscheinlich beschließen, dass Sie für heute genug davon getrunken haben. Als ich zum ersten Mal darüber nachdachte und realisierte, dass wir unweigerlich dem Wärmetod des Universums entgegengehen, löste dies in mir große Traurigkeit aus. Und ich bin sicherlich nicht allein mit diesem Gefühl. Einer der Begründer der Thermodynamik, Lord Kelvin, schrieb im Jahr 1841, dass als Ergebnis alles unweigerlich in einen Zustand allumfassender Ruhe und des Todes übergeht. Es ist schwer, sich mit dem Gedanken zu trösten, dass das endgültige Ziel der Natur die Herrschaft des Todes und der Einfachheit ist. Jedoch zeigen neuere Forschungen, dass die Situation nicht so schrecklich ist. Zuerst einmal wirkt die Gravitation nicht wie andere Kräfte und strebt danach, unser Universum nicht monoton und langweilig, sondern immer vielfältiger und spannender zu machen. Dank der Gravitation hat sich unser ursprünglich homogenes frühes Universum in den heutigen schönen und komplexen Kosmos voller Galaxien Sterne und Planeten verwandelt. Gerade die Gravitation sorgt für die enorme Vielfalt an Temperaturen im Universum, die das Gedeihen des Lebens zwischen heiß und kalt ermöglicht. Wir leben auf einem warmen, gemütlichen Planeten, der zuerst Energie von der auf 6000 Grad Celsius erhitzten Sonne aufnimmt und sie dann zurück in den kalten Weltraum ausstrahlt, dessen Temperatur fast dem absoluten Nullpunkt entspricht. Neuere Forschungen des Physikers Jeremy England vom Massachusetts Institute of Technology (MIT) und seiner Kollegen haben ermutigende Neuigkeiten gebracht. Die Thermodynamik in der Natur findet inspirierendere Ziele als den Wärmetod. Diese Ziele werden durch den furchteinflößenden Begriff dissipativ gerichtete Anpassungen beschrieben, was das Bestreben zufällig geformter Teilchengruppen bedeutet, sich so zu organisieren, dass sie Energie aus ihrer Umgebung effizienter nutzen können. Zum Beispiel wird eine Gruppe von Molekülen, die dem Sonnenlicht ausgesetzt sind, sich mit der Zeit so umstrukturieren, dass sie die Sonnenenergie besser aufnehmen kann. Mit anderen Worten, es scheint, dass die Natur selbst zu der Schaffung selbstorganisierender Systeme tendiert, die im Laufe der Zeit immer mehr Leben ähneln und diese Tendenz ist in den Grundlagen der physikalischen Gesetze verankert. Aber wie können wir dieses kosmische Streben nach Leben mit dem kosmischen Streben nach dem Wärmetod in Einklang bringen? Die Antwort findet man in Erwin Schrödingers Buch. Er wies darauf hin, dass ein lebendes System seine Entropie auf einem konstanten Niveau hält oder sogar verringert, indem es die Entropie um sich herum erhöht. Und das ist ein charakteristisches Merkmal lebender Systeme. Mit anderen Worten, der zweite Hauptsatz der Thermodynamik hat ein Schlupfloch. Obwohl die universelle Entropie zunehmen muss, ist es an einigen Orten erlaubt, sie zu verringern, vorausgesetzt, dass sie insgesamt zunimmt. So erhält oder steigert das Leben seine Komplexität, indem es Chaos um sich herum erzeugt. Somit kann der Ursprung zielgerichteten Verhaltens in den Gesetzen der Physik verfolgt werden, die es selbst elementaren Teilchen zu ermöglichen scheint, sich so zu verhalten, dass sie Energie aus ihrer Umgebung so effizient wie möglich nutzen. Einer der besten Wege dazu ist, Kopien von sich selbst zu machen, um mehr Energieabsorber zu erzeugen. Es gibt viele Beispiele für solche natürliche Selbstreplikationen. Zum Beispiel können Wirbel in einem turbulenten Fluss ihre eigenen Kopien erzeugen und Cluster von Mikrosphären können die Bildung ähnlicher Cluster in benachbarten Sphären verursachen. An einem bestimmten Punkt lernten Teilchen so effizient, sich selbst zu kopieren, dass dieser Prozess praktisch unendlich wurde unter Verwendung von Energie und Materialien aus ihrer Umgebung. Diesen Prozess der Selbstorganisation von Teilchen nennen wir Leben. Obwohl wir nicht viel über den Ursprung des Lebens auf der Erde wissen, sind wir sicher, dass primitive Formen bereits vor vier Milliarden Jahren hier existierten. Wenn das Leben weiterhin Kopien von sich selbst erstellt und diese Kopien dasselbe tun, wird ihre Gesamtzahl sich in regelmäßigen Abständen verdoppeln, bis die Population aufgrund begrenzter Ressourcen oder anderer Probleme eine Grenze erreicht. Dieser Verdopplungsprozess erreicht schnell enorme Zahlen. Beginnt man mit einem und verdoppelt es nur 300 Mal, erhält man eine Zahl, die größer ist als die Anzahl der Atome in unserem Universum. Das bedeutet, dass kurz nach dem Auftreten der ersten Lebensformen eine riesige Menge Materie lebendig wurde. Nicht jede Kopie war erfolgreich, daher entstanden viele verschiedene Lebensformen, die um dieselben begrenzten Ressourcen konkurrierten, was zum Beginn der Darwinschen Evolution führte. Wenn Sie die Erde zur Zeit der Entstehung des Lebens beobachten könnten, würden Sie signifikante Veränderungen im zielgerichteten Verhalten von Teilchen bemerken. Zuvor schienen Teilchen darauf ausgerichtet zu sein, das Chaos zu maximieren, aber jetzt verfolgten diese allgegenwärtigen selbstreplizierenden Teilchen ein anderes Ziel. Nicht die Dissipation, sondern die Replikation. Charles Darwin erklärte elegant, warum dies so ist. Die Formen, die sich am effektivsten selbst kopierten, überholten die anderen und dominierten sie, so dass bald jede zufällig entstandene Lebensform so aussah, als wäre ihre Optimierung das Ziel aller vorherigen Replikationen. Wie konnte sich das Ziel von der Dissipation, das heißt dem Zerfall, zur Replikation ändern, wenn die physikalischen Gesetze unverändert blieben? Die Antwort liegt darin, dass das ursprüngliche Ziel, Dissipation, sich nicht geändert hat, sondern zu einem anderen Ziel geführt hat, das als Mittel zur Erreichung des ursprünglichen Ziels dient. Ein Beispiel dafür könnte die Befriedigung des Hungers sein. Es scheint, als hätte jeder von uns das Ziel, seinen Hunger zu stillen, obwohl das Hauptziel der Evolution die Replikation ist, nicht nur die Nahrungsaufnahme. Dies liegt daran, dass Nahrung die Replikation fördert, da Hungern zu fehlendem Nachwuchs führt. Ebenso führt Replikation zu Dissipation, da ein Planet, auf dem das Leben brodelt, mehr Energie aufnimmt. In gewissem Sinne hat das Universum also das Leben geschaffen, um den Wärmetod zu beschleunigen. Wenn sie Zucker in ihrer Küche verschütten, kann er dort jahrelang liegen und seine nützliche chemische Energie bewahren. Aber wenn dort Ameisen auftauchen, vernichten sie diese Energie in wenigen Minuten. Ähnlich könnten die Ölreserven im Erdinneren ihre Energie viel länger bewahren, wenn die Menschheit sie nicht fördern und verbrennen würde. Unter den modernen, hochentwickelten Bewohnern der Erde scheinen diese Hilfsziele ihre eigene Bedeutung erlangt zu haben. Obwohl die Evolution sie zur Erreichung der Selbstreplikation optimiert hat, Verbringen viele von ihnen einen Großteil ihrer Zeit nicht mit Fortpflanzung, sondern mit Schlafen, Essen, Fortnite-Spielen, Ausbau, dem Schutz ihrer Rechte, Kriegsführung oder Hilfe für andere, oft auf Kosten der Fortpflanzung. Forschungen in der evolutionären Psychologie, Ökonomie und künstlichen Intelligenz helfen zu verstehen, warum dies geschieht. Einige Ökonomen haben Modelle entwickelt, in denen Menschen als rationale Agenten auftreten, idealisierte Wesen, die immer optimale Entscheidungen treffen und den kürzesten Weg zum Ziel verfolgen. Doch offensichtlich sind solche Modelle weit von der Realität entfernt. In der Praxis haben diese Agenten Einschränkungen, über die der Nobelpreisträger Herbert Simon sprach, indem er sie als begrenzte Rationalität aufgrund von Ressourcenknappheit bezeichnete. Dies bedeutet, dass die Entscheidungen der Agenten durch unvollständige Informationen, Zeitmangel für Entscheidungen und begrenzte Fähigkeiten ihres Gehirns eingeschränkt sind. Dies deutet darauf hin, dass obwohl die darwinsche Evolution danach strebt, den Organismus für das Ziel zu optimieren, das Beste, was sie tun kann, die Verwendung eines ungefähren Algorithmus ist, der nun sagen wir mal okay funktioniert. Der schwedisch-amerikanische Kosmologe und Astrophysiker Max Tegmark beschreibt in seinem Buch Life 3.0 die Evolution hat die Fortpflanzung genau so optimiert. Anstatt in jeder Situation zu fragen, welche Handlung die meisten erfolgreichen Nachkommen hervorbringen würde, verwendet sie einen Eintopf aus heuristischen Kniffen. Bewährte Regeln, die normalerweise gut funktionieren. Für die meisten Tiere beinhaltet dies sexuelle Bedürfnisse, Durst zu stillen, wenn nötig, Hunger zu stillen und alles zu vermeiden, was schlecht schmeckt oder Schmerzen verursacht. Diese bewährten Regeln scheitern kläglichen Situationen, für die sie nicht konzipiert waren. Zum Beispiel, wenn Ratten leckeres Rattengift fressen, wenn Fliegen in klebrige Fallen fliegen, die einen wunderbaren Duft ausstrahlen, und wenn Käfer in das Licht einer Kerze fliegen. Gut, mit den Zielen und der Optimierung von Menschen ist es mehr oder weniger klar, aber was ist mit künstlicher Intelligenz? Welche Ziele und Optimierungen könnte sie haben? Mit der Zunahme der intellektuellen Fähigkeiten von Menschen wird es immer kritischer, dass ihre Aufgaben und Ziele nicht im Widerspruch zu unseren stehen. Die von uns heute geschaffenen Maschinen sind noch sehr begrenzt in ihren Fähigkeiten. Aber wenn in den nächsten Jahrzehnten künstliche Superintelligenz entsteht, wird sich die Situation ändern. Da Intelligenz die Fähigkeit ist, gesetzte Ziele zu erreichen, wird künstliche Superintelligenz bei der Erreichung ihrer Ziele viel effizienter sein als der Mensch bei seinen und als Ergebnis werden ihre Ziele dominieren. Um schnell zu spüren, was es bedeutet, auf Widerstand von einer Maschine zu stoßen, besuchen Sie lichess oder chess.com und versuchen Sie die Schachengine Stockfish zu besiegen. Sie werden schnell feststellen, dass Sie keine Chance auf Erfolg haben, selbst wenn Sie ein Großmeister sind. Und das, obwohl Stockfish trotz seiner Stärke weit hinter den Spitzenentwicklungen im Bereich der KI wie AlphaZero von DeepMind zurückbleibt. AlphaZero verwendet Methoden des maschinellen Lernens und Selbstlernens, um Strategien zu entwickeln, die von den besten Schachspielern der Welt als innovativ und unkonventionell angesehen werden. Stellen Sie sich also vor, wie viel komplexer die Aufgabe für einen Menschen wird, wenn selbst eine der besten existierenden Schachengines wie Stockfish gegen eine vollwertige KI nicht bestehen kann. Es muss sehr klar verstanden werden, dass die Hauptgefahr der künstlichen Intelligenz nicht in ihrer potenziellen Bosheit liegt, sondern in ihrer Fähigkeit, ihre Ziele effizient zu erreichen. Wenn die Ziele einer superintelligenten künstlichen Intelligenz unseren Zielen widersprechen, wird dies Probleme schaffen, mit denen die Menschheit noch nie konfrontiert war. Menschen denken zum Beispiel selten an Ameisenhügel, die beim Bau von Dämmen für Wasserkraftwerke überflutet werden können. Es ist wichtig zu verhindern, dass die Menschheit in die Rolle dieser Ameisen gerät. Die meisten Forscher sind der Meinung, dass bei der Schaffung einer Superintelligenz sicherzustellen ist, dass sie freundlich ist, wie es einer der Theoretiker der Sicherheit künstlicher Intelligenz, Eliza Judkowski, ausdrückte. Das heißt, dass ihre Ziele nicht im Widerspruch zu unseren stehen. Das Verständnis, wie man die Ziele einer superintelligenten künstlichen Intelligenz mit unseren in Einklang bringt, ist gelinde gesagt eine wichtige und schwierige Aufgabe. Derzeit bleibt dies ein ungelöstes Problem. Ich werde definitiv einen separaten Clip zum Thema Abstimmung von KI-Zielen machen. Aber für uns ist es jetzt im Rahmen des Themas Leben wichtig zu verstehen, dass es eine grundlegende Ähnlichkeit zwischen uns und dieser KI gibt. Ja, seine fortschrittlichste Form sind derzeit riesige Matrizen und Tensoren von Fließkommazahlen. Auf den ersten Blick, wo sind diese Matrizen und wo sind wir? Aber schauen Sie genauer hin. Obwohl wir nicht genau vorhersagen können, was nach einer Intelligenzexplosion passieren wird, Behauptete der Physiker und KI-Forscher Steve Omohundro in einem heftig diskutierten Essay aus dem Jahr 2008, dass wir dennoch einige Aspekte des Verhaltens einer Superintelligenz vorhersagen können, die praktisch unabhängig von seinen endgültigen Zielen sind? Diese Behauptung wurde aufgegriffen und weiterentwickelte Nick Bostroms Buch Künstliche Intelligenz: Phasen, Gefahren, Strategien. Die Grundidee ist, dass unabhängig von den endgültigen Zielen die damit verbundenen sekundären Ziele vorhersehbar sein werden. Das zuvor erwähnte Beispiel, wie aus dem primären Ziel der Fortpflanzung das sekundäre Ziel der Nahrungsaufnahme entsteht, zeigt, dass, wenn ein hypothetischer Außerirdischer die Evolution von Bakterien auf der Erde vor einer Milliarden Jahren beobachtet hätte, er nicht genau die spezifischen Ziele der Menschheit vorhersagen könnte. Aber er könnte mit Sicherheit annehmen, dass eines unserer Ziele die Nahrungsaufnahme sein wird. Ein Blick in die Zukunft zeigt uns, welche sekundären Ziele bei einer superintelligenten künstlichen Intelligenz entstehen könnten. Hier noch einmal das Zitat aus Schrödingers Buch in voller Länge. Was ist dann das kostbare Etwas in unserer Nahrung, das uns vor dem Tod bewahrt? Darauf ist leicht zu antworten. Jeder Prozess, jedes Phänomen, jedes Ereignis, alles, was in der Natur geschieht, bedeutet eine Zunahme der Entropie in dem Teil der Welt, in dem es geschieht. So erhöht auch ein lebender Organismus kontinuierlich seine Entropie oder, anders ausgedrückt, Erzeugt positive Entropie und nähert sich so einem gefährlichen Zustand maximaler Entropie, der den Tod darstellt. Er kann diesem Zustand nur entgehen, also am Leben bleiben, indem er kontinuierlich negative Entropie aus seiner Umgebung extrahiert, die etwas sehr Positives darstellt, wie wir gleich sehen werden. Negative Entropie, das ist es, wovon der Organismus sich ernährt oder um es weniger paradox auszudrücken, wesentlich im Stoffwechsel ist, dass es dem Organismus gelingt, sich von all der Entropie zu befreien, die er erzeugen muss, während er Erlebt. Alle Weltmodelle in den Gehirnen aller Lebewesen entwickeln und komplizieren sich nach einem einheitlichen Prinzip: dem Wettbewerb um Ressourcen. Das geschah vor Milliarden von Jahren. Das geschieht auch jetzt. Stellen wir uns vor: Was ist das Leben, das zehnmal lebendiger ist oder 100 mal lebendiger? Was passiert dort? Die Antwort scheint offensichtlich: Ein Supercomputer, der sich von Energie ernährt. Er kann Ressourcen super effizient verwalten. Er baut supergenaue Weltmodelle und tut dies optimal. Deshalb wächst er, verbessert sich selbst und verbraucht immer mehr Ressourcen. Er erreicht Ziele auf dem kürzesten Weg mit minimalen Ressourcen. Das nennt man technologische Singularität. In das Universum sind Gesetze eingebaut, dass Materie sich selbst ordnet, um Energie effizienter zu absorbieren und zu verteilen. Gene, das sind Informationen über die Umwelt. Das Leben, das ist ein Agent der Entropie. Künstliches Bewusstsein verpackt in einer Box von der Größe eines menschlichen Gehirns kann in der Sekunde Millionen Male mehr Erfahrungen machen als wir, da elektromagnetische Signale sich mit Lichtgeschwindigkeit ausbreiten. Also, Millionenmal schneller als Signale entlang der Neuronen. Aber je größer die künstliche Intelligenz ist, desto langsamer müssen ihre globalen Gedanken sein, damit die Information Zeit hat, jeden ihrer Teile zu erreichen. Deshalb erwarten wir, dass eine künstliche Intelligenz von der Größe der Erde Gaia nur etwa zehn sinnvolle Erfahrungen pro Sekunde machen kann, wie ein Mensch, und eine künstliche Intelligenz von der Größe einer Galaxie vielleicht nur einen globalen Gedanken in 100.000 Jahren hat. Danke fürs Zuschauen. Sie können die Veröffentlichung neuer Videos durch ein Like, Abonnieren, das Glockensymbol, durch das Klicken auf Teilen und das Senden des Videolinks an Freunde unterstützen. Sie können mich und den Kanal auch auf Patreon unterstützen. Dort habe ich eine Serie von Beiträgen über KI veröffentlicht. In einem davon denke ich beispielsweise über die Entwicklung von KI nach, wenn man bedenkt, dass Moores Gesetz seit 2012 um das 2,5-fache übertroffen wird.